Okay, wir dürfen also doch noch weitermachen. Wie geflasht bin ich von diesen doppelten Angriffen, dieses Kreuzgezieb und dieses zack, zack, bam, puff und pschuh, wow. Unfassbar gut. So, gehen wir rein. Der Reaktor ist ja ganz normal in Betrieb. Eigentlich. Umgestellt worden sein. Die Leute im Dorf schienen davon nichts zu wissen. Was hast du von Schindler erwartet? Daran sollte sich echt mal was ändern, finde ich. Du kannst ja mit dem Direktor reden. Hast du eine Ahnung, was genau hier nicht stimmt? Die Reaktoren unterstehen normalerweise der Abteilung für Stadtplanung. Dieser hier gehört aber der Forschungsabteilung. Oha, das kann nichts Gutes bedeuten. Was wir hier sehen, bleibt unter uns. Verstanden? Ist schon klar. Immer doch. Oh, hier gerade, schau mir in die Augen, Kleines. Hallo, ich bin Cloud. Aber unfassbar, wirklich, die Kämpfe sind richtig, richtig gut. Ist natürlich typisch Final Fantasy und mit so ein paar S-Bahn macht das bestimmt noch viel, viel mehr Bock. Aber Sephiroth ist ja stark wie eine S-Bahn. Ich hoffe, das heißt doch noch S-Bahn. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das auch S-Bahn heißt. Wo muss ich hin? Hier lang. Ah, die kilometerlangen Treppen. Ich weiß nicht, was uns hier erwarten wird. Hier erstmal gar nichts soweit, hier auch nicht. Da sieht es sehr, sehr aufgebrochen aus. Das ist diese Genova wahrscheinlich, ne? Zwei Stück. Zack, zack. Warum nur? Ojo. Das hier alles. Genova steht sogar da oben. Ach du Scheiße. Genova? Aber das war doch... deine Mutter. Also nicht deine, sondern seine, ne? Also. Es ist der Druckabfall in den Kapseln, der die Störung verursacht. Cloud, schließ das Ventil vor der Tür. Verstanden. Schließ das Ventil vor der Tür. Schließ das Ventil. Mach ich. Beide halten. Und nochmal, wir drehen in Zeitlupe. Und wir lassen wieder los. So war damals Autofahren im Übrigen, ohne Servo. Das war da genauso. Und wir lassen wieder los. Geblinkt haben wir. Och nee, wir wollen doch in die andere Richtung. Also alles wieder zurück. Ich weiß zwar nicht, was genau ich hier zudrehe, aber... die Tür wird es scheinbar nicht sein. Die ist ja ziemlich maßgenommen. Zurück zum Kapselraum.
Er steht da. Hör ich Schritte? Sephiroth! Diese Kapseln dienen eigentlich der Synthese von Materia. Aber Hojo hat einfach Tiere da reingesteckt und sie mit Makro behandelt. Deshalb wimmelt es hier von Ungeheuern. Okay. Und das hat Hojo anscheinend noch nicht gereicht. Er hat nicht nur Tiere benutzt. Sie selbst. Oh, ne. Ich bin nicht deine Mutter. Du kannst ganz beruhigt sterben. Ich bin nicht deine Mutter. Oh, oh. Kindheit habe ich es gespürt, dass ich nicht wie die anderen war. Ich habe mich schon immer besonders gefühlt. Doch so hatte ich es nicht gemeint. Bin ich am Ende kein Mensch? Wir sind dann wieder ins Dorf zurückgekehrt. Aber Sephiroth hat sich in sein Zimmer zurückgezogen. Für diesen Abend war eigentlich ein gemeinsames Essen mit dem Bürgermeister geplant. Er war wohl ziemlich enttäuscht, als das dann ausfiel. Und was war mit Sephiroth? Wie ging's weiter? Der ist nachts irgendwann verschwunden. Einfach so abgehauen, ja? Gruppe verlassen. So war das damals noch ohne WhatsApp, ne? Da hat man die Gruppen noch so verlassen. Nicht einfach so Gruppe verlassen in der WhatsApp-Gruppe. Gruppe verlassen, sondern da hat man wirklich die Gruppe noch verlassen. Warum gibt's aber nur 3 Betten und wir waren aber 4 Leute? Wussten die etwa, dass einer drauf geht? Verschwörung hier oder was ist los? Hallo, Mr. Bürgermeister. Ist der Shinra-Wähler gegangen. Wortlos und ohne mich auch nur eines Blickes zu würdigen. Sowas macht man doch nicht. Oh Mensch, sei nicht nachtragend. Der Typ hat gerade eine ganz, ganz schlimme Erfahrung gemacht. Von der Lage im Reaktor habe ich auch noch nichts gehört. Muss ich mir etwas Sorgen machen? Vielleicht. Von der Lage im Reaktor habe ich auch noch nichts gehört. Muss ich mir okay, etwas Sorgen machen? Okay, alles machen? Klar. Ja, alles gut. Du suchst Sephiroth. Der hat die Herberge vorhin verlassen. Na, dann ist ja alles gut. So, wir gucken weiter. Angeblich in die Shinra-Villa. Seit seiner Rückkehr aus dem Reaktor ist er irgendwie komisch. Ob er zu viel Makro eingeatmet hat? Bringen wir ihm mal etwas Medizin. Ey, wartet, lauft doch nicht weg. Hallo. Ich komme mit euch. Shinra als Forschungsstätte. Man hatte sie in Shinras Anfangstagen errichtet, noch vor dem Reaktor.
Die Grundstücksmiete war die wohl wichtigste Einnahmequelle für Nibelheim. Aber hin wir. Und nun? In der Villa ist es stockfinster. Der schläft bestimmt. Oder? Und was, wenn er... Ach du Scheiße. Ich kann nicht vorstellen. Ist aber heftig schön hier. Das ist wirklich heftig schön hier. Also jetzt sehr dunkel und jetzt auch nicht besonders einladend, aber trotzdem. Man muss ja das große Ganze sehen, das kann hier wirklich ein schöner Ort sein. Oh, Entschuldigung. Aber nur draußen, drinnen ist dann doch nicht mehr so geil. Okay, wir können hoch, wir können zur Seite, wir können überall wieder hin. Das ganze Gebäude, aber Sephiroth war wie vom Erdboden verschluckt. Hier ist ein Fahrstuhl oder so. Der funktioniert sogar. Den nehmen wir aber noch nicht. Ich will noch mal ein bisschen gucken hier. Ach, das sind Instrumente. Ich dachte gerade, da liegen Waffen. Gut, wir wollen hier nicht alles kaputt machen, aber wow, wie schön ist das hier bitte. Ja, kaputt und so, aber trotzdem ist das hier schön. Ich meine, wenn man sich das jetzt wirklich vorstellt, dass hier alles aufgeräumt ist und sauber und, ne, wirklich, das dann will ich hier auch wohnen. Achso, hier darf ich nicht lang. Das sind wahrscheinlich Bereiche, die dann außerhalb der Demo besuchbar sind. Das ist Laufen. Das ist Gehen, das ist Laufen, Freunde. Gehen, Laufen. Das ist wie bei mir. Joggen und Sprinten ist auch dasselbe. So. Wollen wir hier reingehen? Wir fahren nach unten, glaube ich. Ja. Ins Labor. Wohin auch sonst? Ich bis dahin auch nicht. Turn back? Oder was steht da? Turn back? Da oben ist ein komisches Zeichen. Also das Merkwürdigste... Ah, das ist ein Stromkabel. Das ich hier sehe, wollte ich gerade sagen, ist der Wasserschlauch dort, der Gartenschlauch. Aber das ist ein Stromkabel, also hat sich das schon wieder... legalisiert. Die ist zugeschlossen. Schön, dass er mich nochmal darauf hinweist. Verschlossen. Hier wurden scheinbar wirklich Versuche mit irgendjemandem gemacht. Und die Musik wird düster. Und ich darf nur da lang. Da hinten ist er. Oh oh. Geborgen aus einer 2000-jährigen Gesteinsschicht. Ein bewusstloses Wesen. Professor Gast taufte es dann auf den Namen Genova. Mühe-Egil. Das Jahr 1977, 7. Juli. Genova gehört zum alten Volk. Mühe-Egil, das Jahr 1977, 13. September. Projekt Genova genehmigt. Man taufte das Wesen, also Genova. Eine vom alten Volk. Und genehmigte Projekt Genova. Sephiroth, was machst du hier? Lass mich bitte allein. Boah, der durchsucht hier alles. Im Keller der Villa verkrochen. Und wie ein Besessener all die Akten studiert. Wer würde es nicht tun?
Okay. Sieben Tage später, in der Nacht. Die verschlossene Tür im Reaktor. Der Name von Sephiroths Mutter. Das alte Volk. Ach, Mann. Das ganze Grübeln bringt ja doch nichts. Ich muss mit ihm reden. Also laufe ich jetzt wieder zur Villa, oder wie sehe ich das? Oh nee, macht er alleine. Ach du Scheiße. Ah, Claude. Diese Aufzeichnungen sind wirklich interessant. Das Geschöpf, welches man aus der 2000 Jahre alten Gesteinsschicht barg, wirkte, als würde es sanft und friedlich lächeln. Mir war schnell klar, dass diese Kreatur nichts anderes sein könnte als eine Angehörige des legendären alten Volkes. Ich taufte sie in Folge auf den Namen Genova. Kurz darauf nahm das Genova-Projekt seinen Anfang. Mit dem Ziel einer Reproduktion des alten Volkes. Und so erblickte ich das Licht der Welt. Der Leiter des Genova-Projekts, der renommierte Wissenschaftler Professor Gast, hat mich künstlich erschaffen. Künstlich erschaffen? Du Scheiße. Lass es raus, ist alles gut. Komm auf meine Schulter, komm. Sephiroth. Noch, komm schon. Wäre ich doch bloß etwas früher zu Bewusstsein gekommen. Dann hätte ich das doch vielleicht beschützen können. Ne. Der hat alles auseinandergenommen, oder was? Obwohl, wer weiß schon. Ach du Scheiße. Oh shit. Jetzt läuft er alleine. Da ist er sprinten. Oh shit, der hat die wirklich alles auseinandergenommen, der Typ. Boah, ich weiß gar nicht wo. Wo soll ich anfangen? Eile zurück zum Dorf. Da lang. Autschen. Ja, ich bin ja weit gekommen. Ach, da ist doch bestimmt seine Mutter gestorben. Warte, ich hol ihn. Au. 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 Komm schon. Sorge um Mama. Herr Bürgermeister, war das wirklich Sephiroth? Oh Mensch.
Komm schon, Claude. Ehrlich. Reiß dich mal zusammen jetzt. Sephiroth? Wer soll das gewesen sein? Wo wohne ich denn nochmal? Hier? Na gut, da komme ich auf jeden Fall nicht rein. Hier? Nee, oder? Der ist hier wirklich noch, oder was? Mann, das nervt ein bisschen, dass ich mich nicht schneller bewegen kann. Meinst du, ich muss sterben? Ich habe ihn gehört, aber nicht gesehen. Alles schien mir so idyllisch. Au, au, au! Halt durch, Mama. Ich hol dich. Ja. Ich kann nichts machen. Ich hätte jetzt gedacht, ich muss vielleicht dieses Ventil da drehen. Ha. Ach, jetzt legt er sich da runter und tut so, als wäre er gefangen. Fast geschafft. Boah, das ist... Eigentlich ahnen wir schon, dass die Mutter das nicht überlebt hat, ne? Wenn er selber schon sagt, seine Mutter hat er da das letzte Mal gesehen. Ich verstehe nicht mal, warum er nicht zu Hause gepennt hat. Ich hätte doch definitiv mit da bei meiner Mutter gepennt wieder. Ein bisschen Zeit mit Mama verbracht. Keine Zeit ist schöner als wie die mit Mama. Und auch mit Papa oder allgemein mit der Familie. Das ist die kostbarste Zeit. Der Bürgermeister läuft also die ganze Zeit hinter ihm her. Oh fuck! Der alte Wasserturm. Wo jetzt ärgerlicherweise kein Wasser drin ist. Hätte helfen können. Versprich mir, dass du noch lebst. Oh Mann. Och Mensch, ich muss gleich heulen. Ehrlich jetzt. Mama. Nein. Walter! Lauf weg! Flieh! Überlebe! Oh, shit! Ja, oh, ein bisschen herzzerreißend jetzt. Ich bring dich hier weg! Was ist mit ihm los? Hey! Nur weil du ein geklonter Popel bist, gibt es keinen Grund, hier Attacke zu machen. Sephi, Ross. Sephi, Ross! Na klar, wir kriechen hinter ihn her. Alter, was bist du für ein Arschloch? Warte, wenn ich dich habe, beiß dich erstmal in deinen dicken Onkel. Oh, fuck. Der macht sie alle kalt. Ja, warum die denn nicht einfach schießen? Idioten, verstehe ich nie. Da wollen sie mit ihrem Gewehr noch bis in sein Nasenloch kriechen, um dann abzudrücken. Und ich werde immer langsamer hier.
Oh! Ach du Scheiße. Okay, er geht einfach wortlos. Och, ernsthaft? Mann, dann hättet ihr nach diesem Monsterschluss machen sollen. Hallo? Warum macht ihr das? Och, Mann. Oh, vielen Dank fürs Spielen. Toll. Naja. Also, ich war am Anfang der Demo ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen. Aber jetzt so die Story hat mich ganz schön gefesselt, muss ich auch gestehen. Ich finde das richtig gut, dass das jetzt so auch so vor der ganzen Sache ist. Ich weiß nicht, ob das ganze Spiel darum geht. Natürlich mit diesen Rebirths, natürlich. Das wird schon damit zusammenhängen. Aber dennoch bin ich wirklich begeistert von der Demo. Ist echt so. Ich weiß nicht, ob sie von euch da schon irgendjemand gespielt hat, aber ich meine, wow. Wow. Die Demo war auch deutlich länger, als ich jetzt erwartet hatte. Ich habe wirklich gedacht, dass nach diesem ganzen Gemetzel da mit diesen Kreuzangriffen da, diese Combo-Attacken und sowas, dass danach Schluss ist, nach diesem Monster. Aber dass wir das hier auch alles noch erleben dürfen, das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das ist jetzt knapp 2 Stunden, sogar über 2 Stunden 15 Minuten, 2 Stunden 16 Minuten sehe ich hier auf meinem Bildschirm. Das ist ja der Wahnsinn und auch so, ich bin wirklich begeistert. Diese Vorgeschichte da, man sieht ja in Remake auch, dass sie da so im Feuer stehen und gegeneinander kämpfen wollen. Jetzt wissen wir warum. Auch diese ganze davor alles, natürlich verstehe ich ihn da auch vollkommen. Dass er da jetzt so ein geklonter Popel ist und kein richtiger Mensch, dass er dann deshalb jetzt Attacke macht, okay, aber ich meine, all diese Menschen waren vorher seine Freunde und er hat sich als einer von denen gezählt und jetzt will er plötzlich auf alle Jagd machen, das ist schon so eine, so, ja, komisch, ne? So, seine Mutter ruft ihn jetzt, er hat seinen Verstand jetzt einfach verloren. Auch wenn Mama ruft, gehen wir überall hin, machen wir uns da nichts vor, ne? Wären wir vielleicht genauso, aber man muss ja nicht alles dafür töten, um da dann hinzukommen, auch wenn man es machen würde. Aber ja, gut, ich weiß auch nicht so recht, ob es dann das Richtige ist. Auf jeden Fall das Spiel, wir werden es auf jeden Fall spielen. Der Rechte, der da steht, ist aber nicht der von Teil 16, oder? Das ist, glaube ich, der Bruder von Cloud, oder? Ich glaube, der war doch im Spiel auch dabei beim Remake. Also gehe ich davon aus, dass wir das Spiel jetzt, Rebirth, vor dem Remake spielen, oder? Oder liege ich falsch? Ich gehe jetzt einfach mal ganz stark davon aus, dass wir das hier vor dem eigentlichen Spiel spielen. Das ist dann so der Vorgänger vom Remake. Oder switcht das immer so ein bisschen hin. Dass wir da immer so von denen nach denen, nach denen, nach denen, also von der Gegenwart in die Vergangenheit, von der Vergangenheit in die Gegenwart und wieder zurück und so weiter. Also gespannt bin ich auf jeden Fall, wirklich. Die Gesichter so am Anfang, diese ganzen Videosequenzen, was heißt, das sind ja gar keine Videosequenzen mehr, sondern diese, das Gameplay, wenn die da labern und sowas,
sind ja schon kleine Videosequenzen, aber haben mich ganz stark an Resident Evil erinnert, so die ersten Videos damals, so wenn dann so eine Videosequenz kam, dann war es ja auch immer komplett so ein halber Film und dann war die Grafik auch ähnlich. Nicht so gut wie jetzt, natürlich nicht, nicht so detailliert, aber so vielleicht versteht der ein oder andere, was ich meine, so die Mimiken waren so ein bisschen so, wie sie auch damals da gewesen sind. Ja, gut, auf jeden Fall hoffe ich, euch hat die Demo gefallen. Mir hat sie mega gut gefallen. Ich hoffe, ihr werdet sie auch spielen. Spielt ihr also mal ein ganz anderes Gefühl. Final Fantasy VII Rebirth erscheint ja schon am 29., wenn ihr das jetzt hier seht. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das jetzt hier Tatsache geworden sind. Ist auch das erste Mal für mich, dass ich nicht in jeder Folge die Begrüßung gemacht habe, einfach weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das jetzt hier über 2 Stunden geht. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich dazwischen immer Pausen gemacht. Aber das wusste ich nicht und eine Stunde Video hätte ich mir gefallen lassen, hätte ich hochgeladen, aber jetzt 2 Stunden, das mache ich nicht, deshalb werde ich die stückeln und werde daraus so 4 Folgen wahrscheinlich machen. Die Folgen kommen am 9.2., also heute ist der 9.2., heute ist die erste Folge gekommen, 4 Tage, dann ist es 10, 11, also 9, 10, 11, so bis zum 12. geht das Ganze. Und dann ist es ja nicht mehr lang, bis dann der 29. ist und das Spiel kommt, vielleicht bekommt man das schon ein bisschen früher. Ne, das ein oder andere Mal bekommt man es auch schon ein bisschen schneller. Final Fantasy VII Remake hatte ich sogar schon 7 Tage früher. Ich weiß es nicht. Ich gebe mein Bestes. Wenn ich es habe, werde ich es auf jeden Fall direkt spielen und hochladen. Dann werden wir aber vermutlich diese ganze Geschichte hier nochmal spielen, was wir jetzt gespielt haben. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet wirklich Spaß. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, was ich sagen wollte. Fällt mir wahrscheinlich wieder im Nachhinein ein. Dann beim Schnitt, dann denke ich mir so, verdammte Pisse, Spieler, du Idiot, du wolltest das und das noch sagen. Aber okay, gut. Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid dann beim richtigen Spiel wieder mit dabei. Besucht derzeit gerne meine anderen Videos. Ich glaube, Resident Evil läuft noch. Wobei, nein, das endet auch am 12. Aber Separate Ways beginnt morgen. Guckt da gerne auch rein. Minecraft läuft. FIFA läuft. Assassin's Creed Mirage müsste laufen. Da laufen auf jeden Fall einige Spiele auf meinem Kanal. Schaut da gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Lasst mir ein Abo da. Ich würde mich freuen. Ist kostenlos für euch. Kostet nichts. Mir helft ihr damit extrem. Gut, Freunde. Wenn ihr es gefeiert habt, wie gesagt, lasst mir was da. Passt auf euch auf. Und wir sehen uns dann liebend gerne zum Start von Final Fantasy VII Rebirth. Die Wiedergeburt. Freunde. Was wir jetzt natürlich nicht gesehen haben, ist, dass da unten steht, drücke eine beliebige Taste für eine kleine Überraschung. Also werden wir das auf jeden Fall nochmal tun. Beliebige Taste. Wir versuchen wieder rechten, links. Geht nicht. Wir machen X. Gucken wir uns die Überraschung an. Ich bin gespannt. I'm back now, Aerith. I'm back. I won't say that it was fair. Therefore, we ask that you retrieve it. The Black Materia. Key to our oblivion. You should get yourself a ring! Well, Red, how do we look? Huh? It's gotta be hiding some ginormous materia! Woohoo! Don't misunderstand. You'll need a way home. So when you're ready, I'll be here. You said that Sephiroth is your foe. I have a history with him. With all this goddamn blood on my hands, how could I ever hold my daughter again? Those we hate, those we love, those we fear. Genova would become anyone to fool her prey. Don't do this! But I'm no fool. Here. Take it. This isn't about me, though. It's about saving the world. And you. The reunion. When spite and sorrow are harvested to feed the planet. No! Na, das nenne ich doch mal eine gelungene Überraschung. Wie gesagt, da steht's. Erscheint am 29.02.2024. Ich habe es mir vorbestellt. Allerdings bin ich ja mehr der Typ, ich will es immer als Disc-Edition. Ich brauche was in der Hand. Ich habe es gerne im Schrank und sammle es gerne. Deshalb, ja. Weiß ich nicht,
Wann das Ganze für mich dann erreichbar ist, eigentlich ist da mein Lieferant immer sehr, sehr top. Wir kriegen das schon irgendwie hin, Freunde. Das sollte jetzt aber wirklich von mir gewesen sein. Jetzt habt ihr lang genug hier Final Fantasy, ne? Und ich und ciao, ciao.